Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Ja, ich grab hier einfach mal ein bisschen rum, weil ich auch ein bisschen Pflastersteinchens brauche, um Tete tun. Und in der Hoffnung, dass sie vielleicht noch Kohle oder noch besser Eisen finden, aber das Eisen ist ja ein bisschen weiter unten, ne? So, ich nehme jetzt einfach nur mal dieses bisschen Stein hier mit. So, so, da, hier und so. Ah, schau, was haben wir gefunden? Kohle. Servus, Kohle. So, so, und so, und so, und das, und hier. Bisschen Luft machen. So lala, dam dada. So lala, wie wunderbar. Da da dam dada. Da da dam dada. Da da dam dada. So, nehmen wir mal mit. Hüpf. So da da. Da 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 da. Da da dam. Diddle da da. Hat sich sogar schon ein bisschen ausgezahlt. So. Sehr schön. Uah, Lava. Alter Schwede. Schreck, lass nach. Das machen wir gleich mal wieder zu. So, dass ich da nicht runterfall, weil ich bin ja so ein Schussel. Passt. Dann wollte ich einfach nur mal hier so im Kreis herumgraben. So, also um die Säule da quasi herum. Weil ich ja die Steinchen mitnehmen möchte. Also den Bruchstein. So. So. So, jawohl. Das ist schon kaputt. Ich muss nur darauf achten, dass es wirklich eine Steinhacke ist. So, jawohl. Sehr gut. Das reicht, glaube ich, schon mal fürs Erste. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Sodawasser mit Himbeersaft. Wir sind... Aha. So. Wir sind doch beim letzten Mal hier drüben gewesen, ne? Aber noch lange nicht... Aber wir haben noch lange nicht alles erkunden tut, ne? Das heißt, ich nehme einfach mal... Hier ist doch irgendwo so ein Schleimbatzen. Schau, Eisen. Da, 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 da. Ah, Loch. Ein Loch. Ein Loch ist im Boden. Da, da, dam, dam. Da, da, dam, dam. Und da ist ein Schleimi. Da, dam, 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 dam. Da, da, dam, da, da, dam. Das ist runtergefallen. Trottel, Trottel. Da, da, dam, da, dam. Eisen. Wir haben Eisen gefunden. Spitzhacke, Attacke. Und Salz, sehe ich gerade. Salz, Salz, Salz. Können wir gleich wieder in die Küche geben. So. Aber wichtiger ist hier das Eisen. Das ist wunderbar. Das heißt, unserer nächsten Schere steht nichts im Weg. So, ram, da, da. Ram, da, ram, da, da. So, la, la. So, la, la. Ach, wie wunderbar. Eisen ist da. Sauber. Was? Du, Gratler. Na warte, ich hau dich mit der Spitzhacke weg. Und jetzt mit Schwert. Hast das schon gesehen, sowas? Du, Gratler. Komm da her. Kriegst aufs Goscherl. Da. Ja, so muss das ausschauen. So. Passt, Eisen. Ich wollte nur hier noch ein bisschen reinschauen. In dieses Eck hier quasi. Um zu glubschen, ob es hier vielleicht noch mehr Eisen gibt. Das ich einfach nur übersehen habe. Oder würde. Aber ich glaube, das schaut okay aus. Aber ich sehe gerade, ich überlege gerade, ob wir die Erde da mitnehmen. Vor allem die da unten. Weil, die hier auch, weil, wegen Garten und so, ne? Ich mach's einfach mal. Wer hätte gedacht, dass ich jemals Erde brauche, ne? Das ist eigentlich was ganz Untypisches in Minecraft, da braucht man eher was anderes als wie Erde. Aber ich habe eher das Problem, dass ich so viel Matsch habe wie andere Leute Erde. Jo. Ich würde sagen, wie viel haben wir? Eisen? 10 Stück? Ja. Meine Lieben, das hat sich ja eigentlich ausgezahlt.
Aha. Ja, dann werden wir da mit einer Schaufel zurückkehren. Jetzt haben wir momentan keine. Ich werde mich mal hier verschüssen und das bisschen Eisen, das wir gefunden haben, gleich mal zu Barren verarbeiten. Ruck, ruck, ruck. Es ist schon wieder dunkel, ne? Natürlich ist es dunkel und finster und überhaupt. Was denke ich denn? So. Schleim. Ich mag den Schleim nicht. Hüpf und rauf. Und dann gehen wir was essen. Ich habe schon wieder hungry. Hungry. I'm hungry. So. Also, kann man das jetzt schon ernten? Sauber. Und du auch vielleicht nochmal? Nein. Aber immerhin vier Früchtchen. Baumwolle ist nicht gewachsen. Da ist auch nichts gewachsen. So, da haben wir eigentlich auch nichts. Da hat sich nichts getan. Habe ich zu wenig hell wahrscheinlich, ja? Ist zu wenig Licht, dass deshalb nichts mehr wachsen will? Dann ändern wir das doch gleich mal. So, vielleicht? Ich hoffe, das passt. Was haben wir denn da? Da kann ich gar nichts machen. Doch sicher, ich depp Eisen. So. Bretter, da steckt man noch ein paar rein. So. Das hört sich falsch an. Entschuldigung. So. Genau, das sortieren wir gleich zurück. Also rein, wo es hingehört. Salz kommt oben hin. Erde und News. Jetzt ist die Frage. Ich meine, ich könnte schon machen, ne? Hier so voll bauen. Wäre ja wurscht. Wie gesagt, das ist ja nur provisorisch. Das ist ja noch lange nicht so, wie es wirklich in der Wirklichkeit und in der wirklichen Wirklichkeit, verstehst? Die wirkliche Wirklichkeit. Wie es dann sein soll. Es geht ja nur darum, dass wir jetzt da genug Sachen anbauen, um zu überleben. Winterkürbis. Ein Kürbis würde ich gern anders anbauen. Was haben wir da noch? Lauch und Brokkoli. Ich hoffe, man kann das Graffel auch so essen. Ich meine, das gesunde Gemüse. Ich hoffe, das kann man auch so essen. So, also da kommt die Baumwolle noch hin. So, dann machen wir das so und na, so. Ja. Ich weiß, schön ist was anderes. Aber es geht ja jetzt momentan nicht darum, dass es schön sein soll, sondern produktiv. Und vielleicht doch ein Kürbis probieren. Keine Ahnung, wo der hinwachsen wird. Ich hoffe, dass er da unten einen Kürbis macht. Aber ich glaube eher im Nebenfeld, ne? Blub. Nein, 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 nein. Wo ist denn der Sämling jetzt hin? Ist er runtergefallen? Furt. Habe ich kaputt gehauen wahrscheinlich. Na, den Kübis lasse ich. Den baue ich ein anderes Mal. So, Eisen haben wir fertig. So, dann bauen wir die Schere. Schere 2.0, hä? Was kann man da bauen? Iron Nugget. Aha. Interessant. Gut, dann haben wir das mal. Brauchen wir noch irgendwas? Aus Eisen. Derweil nicht, glaube ich, ne? Das wäre es ehrlich gesagt mal schön und gut. Ich meine, wir können uns ein Schwert basteln. Ein Eisenschwert. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Wir können auch weiter in die Mine, aber jetzt wäre mir echt eine Angel. Also eine Angel 2.0 wäre mir lieb. Deshalb verstaue ich das hier mal.
hier drinnen. Genießpflastersteinchen. Dann Holz. Die Kohle, natürlich. So, dieser Schlamm, dieser Matsch geht mir am Nerv. Da haben wir viel zu viel. So, das Salz kommt oben hin, die Harke kommt hier hin. Die tue ich derweil auch in Sicherheit bringen, dass wir die nicht verlieren. Richtig, Schaufel wollte ich basteln. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei müssten. Ja, zwei müssen passen. So. Schaufel, Schaufel, Schaufel. So und so und so und so und so und so. Da und so. Da. Das müsste mal reichen. Dann so. Ah, da gehen sie nur vier aus, oder was, ne? Ah, na, passt. Kann man da dann auch mehr stapeln? Tatsächlich. Das ist super. Schön platzsparend. Das ist super. So, zum Essen haben wir mit. Apropos Essen, bevor ich verhungere. So, ja. Schwarz, schwarz, schwarz. Weg mit dem Fisch. So, dann essen wir noch ein bisschen, hoppala, ein bisschen Obst, wollte ich sagen. So, schwarz, schwarz, schwarz. Passt. Den Apfel, ach, den behalte ich lieber als Notreserve. Jawohl. Na, ich wollte nicht essen, ich wollte ihn einfach nur mitnehmen. Auch als Notration. So, gut. Gut, wir könnten... Es ist dunkel. Oh je. Oh je. Dann hat es runtergehaut. Oh, ich habe jetzt bewusst oh je gesagt. Oh Gott, weil ich... Oh Gott, ich hänge fest. Weil ich das Skelett... jawoll! Im Eck stehen, hab's gesehen. Ah, es wird hell, ne? Das ist schön. Dann können wir gleich unseren nächsten Baum vernichten. Und dann muss ich aber auch mal... Als braver Naturschützer. Der war gut. Oh, hallo. Scheiße, das antrifft nämlich noch, der kleine Gratler. Als brave Naturliebhaberin wäre es auch schön von mir. So, schön nach oben. Warte, das ist gerade ein Sämling. Weizengras. Naja, habe mich vielleicht doch getäuscht. Kann man leider keine Sämlinge draus machen. Schade. Hätte mich gefreut. Naja, es gibt Schlimmeres. Wow. Du Mistkerl. Ihr blöden Schleimis, ihr. Geht's weg? Wow, noch mehr Schleimis. Ganz viele Schleimis. Geht's weg, Schleimis. Schleim, 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 Schleim. Dahin ist noch ein großer Schleim. Was wollen die denn alle von mir? Hallo, Schleimkönig. Ja, ja. Sterben, sterben. Boah, das ist so lästig, dass die sich aufteilen, ne? Ich muss jetzt mal nachschauen, was er mit Schleim eigentlich anstellen kann. Ist der für einen Trank gedacht? Du hast gerade ein Auge? Was? Dolles Ei. Häppchen? Das kann man essen? Sind die wahnsinnig geworden? Das ist ja ekelhaft. Ach du Heilige. Naja, wir gehen Baum fällen. Das können wir am besten. Pff. So. Vor allem, ich will hier gerne ein Stückchen rauf. So. Wo ist... warte, das tun wir weg. Das nehmen wir her. Bam, 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 bam. Und die Schere. Hui!
Ganz viel Laub, nur für uns. Hui! Und noch mehr. Uha! So. Zack, zack, zack. Kaputt hauen. Und da, schau mal, was da ist. Laub. Alles voll mit Laub. Uha! Und Apfelis. Köstlich. Yam, yam, yam. Yam, yam, yam. So, schön zusammenhauen. So, Setzlinge, die brauchen wir jetzt auch dann bald mal. Ich kann hier nicht immer fort alles abholzen und dann nichts mehr nachpflanzen. Was sind denn das bitte für Manieren? So, schön zusammenhauen. So, tap. So, und den Stamm. Hui, Vorsicht. Nicht, dass ich noch in den Abgrund stürze. So. Weg mit dem Baum. Passt! Und sammeln. Setzling haben wir da. So, den Pfeil tun wir mal weg. Da kommt ein schöner Setzling hin. Ich würde sagen, vielleicht hier auch. Vielleicht mag er das. So. Schwammi! Hallo Schwammerl! Boah! Schaut mal da! Super. Das nehme ich gern mit. Ein Schwammerl lassen wir übrig. Ist eh klar. Was haben wir da? Das ist Weidenholz. Genau richtig. Eines lassen wir da stehen, damit es sich weiter vermehren kann. Sofern es dunkel genug ist. Es ist echt schade, dass man aus Weizengras kein Sämling kriegt. So, vielleicht passt hier auch gut einer. Vielleicht will hier auch einer wachsen. Sagen wir so. Dann schlachten wir den Baum noch, weil wir es können. So, lala. So, lala. So. Das Laub nehmen wir auch wieder mit, so gut es geht. Wobei unsere gute Schere schon wieder bald am Abnibbeln ist. So. Macht ja nichts. Wir haben hier noch Eisen, wunderbar. Und zur Not müssen wir halt etwas tiefer in diese Höhle reinmarschieren. Da werden wir sicher auch fündig werden. Da bin ich mir ganz sicher, da herrscht. So, dann bauen wir uns hier eine Möchtegern-Treppe. So, damit wir an Höhe gewinnen. So. So, lala. Jetzt habe ich wieder Schluck auf. Entschuldigung. Ach ja. Drüben haben wir noch so einen Stamm. Das ist sehr gut. Dann können wir auch schon bald mit dem Bau unseres Baumhauses weitermachen. Wie schaut es mit dem Essen aus? Ich muss immer ein bisschen hinschauen. Ja, es wäre gut, wenn ich mir was reinhauen täte. Täte tun. Mahlzeit. So. Vielleicht auch noch einen Apfel oder zwei. So. Huch, jetzt habe ich doch alle gefressen, gegessen. Ups, das war jetzt nicht mit Absicht. So. So, schön weghauen. So, ja. Ein bisschen mit der Schere noch nachhelfen. So, das war's mit der Schere. Zack und zack. So, das Laub müsste jetzt eh mal ein bisschen reichen. Vor allem möchte ich gerne die unterste Baumkrone, also da unten, die möchte ich jetzt einmal ausbauen. Ganz ehrlich gesagt, das wäre mir sehr lieb. So, schön weghauen. So, das ist schon hin. So, jawohl. Blub. So. Au. Au. Das wollte ich nicht. So, blub. Genau.
Das heißt, wir haben Setzlinge, ganz, ganz viel. So. Vielleicht hat hier, vielleicht möchte hier oder da, vielleicht so. Hier vielleicht noch einer wachsen. Machen wir halt ein bisschen an ordentlichen Wald. Was haben wir hier? Ist das ein neuer Setzling? Weidensetzling, tatsächlich. Oh, wir haben Weidendingens auch hier und so. Weidenblätter verhauen. So. Macht ja nichts, ne? Ist halt ein bisschen andere Farbe drin. Ach so, ich habe sowieso schon früher. Naja, es ist jetzt eh zweifärbig, so oder so, ne? Glaube ich. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Die Blätter sind alle irgendwie am selben dabei. So. Ich hoffe, es ist kein Malheur. So. Gut. Probieren wir es mal, ob hier was wächst. Gut, dann würde ich sagen, wenn hier nicht zufällig wo Eisen ist, würde ich sagen, drehen wir um. Nö, schaut okay aus. Drehen wir einfach um. Kann man dann das Holz da eigentlich verheizen? So ein toter Baum. Totes Holz, meine ich. Ich probiere es einfach mal. Kann man da nichts machen? Aber das müsste theoretisch gehen, dass es sich wenigstens verbrennen lässt, oder? Ich probiere einfach mal. Ich nehme da jetzt einfach mal. Ich hau den jetzt einfach weg. Der schaut ja nicht so hübsch aus in der Landschaft. Glaube ich. Noch ein Stück hoch. Weil dann können wir draußen nämlich wenigstens Holzkohle oder so machen, ne? Das wäre ja auch fein. Wahrscheinlich wird das nichts werden, weil man weiß ja, morsches altes Holz brennt nicht gut. Vielleicht bauen wir uns draußen mal eine ganz uralte, zerfallene Hütte in der Landschaft, mal so irgendwie so ein kleiner, der dann als kleiner Unterschlupf für uns dienen soll oder so. Blub, 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 blub. Das Schwammerl, jawohl. Ah, da habe ich zu weit, zu nah aneinander gesetzt. Das wird nichts werden wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, wir machen Kehrtmarsch. So. Ja, der Schleimbatzen noch immer, ne? Der lästige Zapfen da. So. Fischen wäre auch wieder schlau. Zuerst aber ein Pilzsüppchen. Boah, ich liebe Schwammelsuppe. Ich liebe Schwammelsuppe. So, dazu brauchen wir hier. Komm her. Und ich glaube, das. Nein, das war hier. Schwammerl, Schwammerl. Warte, da kann man eins noch. Warte, das habe ich falsch gemacht. So, die Hälfte so. Und die Schüssel. Ja, einmal, zweimal. Warte, so. Und. So, richtig. Die Schüssel gleich weggeschmissen. So, und runter damit. Ja. Und auch gleich die zweite Portion. Endlich mal wieder warmes Essen. In dem Fall sogar kaltes. Warm ist gelogen gewesen. Gelogen. Weil wir haben ja einfach nur die Pilze in die Schüssel geschmissen. Wer war das jetzt hier eigentlich nicht? Wie schauen wir da aus? Sehr gut. Ei, schau. 29% Baumwolle. Super. Supidupi. 57 zum Teil schon. Ich habe auch keine Ahnung, ob manche besser wachsen und manche nicht. Da hinten. Bist du schon fertig? Da schau, die Brombeere ist fertig. Sauber. Dann pflanze ich. Nein, ich wollte einen Samen draus machen. Warte kurz. 4 Stück Brombeere. Boah, das ist cool. Boah, so ein Brombeerkuchen wäre auch mal was Gutes. Alter Schwede, ich muss aufhören, vom Essen zu reden. So, die hauen wir noch hier hin. Dann ist unser kleiner Möchtegern-Garten auch fertig. Also voll, soll ich sagen. Fertig nicht, aber voll. Voll fertig, Mann. Ei, warte. Warte, da fällt mir gerade was ein. Wie war denn das noch gleich? Ich gebe es einfach mal mit Brombeere ein. Da konnte man so einen Smoothie-Mixer oder so machen, ne? Brombeere. Warte mal, wie ging Brombeersaft da? Was ist das? Saftpresse. Wie baut man die? Granit- und Druckplatte. Aha.
Geht damit auch. Ah, ich habe schon gesehen. Okay, das klappt. Und eine Druckplatte müssen wir herstellen. Wartet mal ganz kurz. Weil diese Saft, ich glaube, wenn man Saft machen kann, ne? Ich hoffe, ich verdumme mich da jetzt nicht. Das soll, glaube ich, besser klappen. Wie war da noch schnell die Druckplatte? Ah, ich glaube, ich weiß schon. War das so? Warte, ich muss mal probieren. Was? Bruchstein zu Bruchstein. Das ist auch schlau. Warte mal ganz kurz. Wie ging denn das noch gleich? Ah, warte. Musste ich das nicht verheizen? Warte mal. Ich muss nachschauen. Ich verheize das mal. Das gibt nämlich auch schöne Steine, was ich noch weiß. Wartet mal bitte kurz. Brombeersaft. So. Was ist denn das? Brombeerbecher. Brombeeren, Zucker, Milch und Glasflasche. Brombeerblunder. Mal hör auf, ihr kriegt doch voll Hunger. Brombeer-Gelee-Sandwich. Brombeer-Gelee. Saucepan. Und Zucker hätten wir? Wie macht man eine Saucepan? Eisenbahn und Dings, das ist alles? Okay. Zucker hätten wir auch. Und wie macht man Joghurt mit Milch, ne? Also Naturjoghurt halt, ne? Und das Joghurt macht man aus Milch und Leder? Im Ernst? Naturjoghurt und Sojamilch. Aha. Aus Naturjoghurt? Das ist ein blödes Rezept, Entschuldigung. Aber das... Achso, da geht noch was anderes. Leder und Burlap. Was auch immer Burlap ist. Aus Jute. Aha. Aha. Okay. Ja, man lernt nie aus. Entschuldigung, ich bin ja gerade am Lesen. Was bauen wir jetzt? Machen wir den Saft? Ich würde gern beides machen. Druckplatte, ging jetzt wie? Kreide, Kalkstein, Blauschiefer, Speckstein, Gneis. Ah, das geht auch. Okay, wartet mal. Dann probieren wir mal. So. War jetzt Dolomit, ging Dolomit auch? Ich probiere mal einen von. Ich probiere die drei Steine da mal. Da haben wir andere Sorten. Gneis ginge auch, aber wenn wir Gneis verhaut haben, habe ich bisher nur immer das da. Gneispflasterstein rausbekommen. Und was haben wir da? Stein. Aha! Mit Stein geht es wahrscheinlich auch, ne? Warte mal. Ja! Super! Okay. Das heißt Stein und nochmal Stein. Ah ja, das geht auch. Saftpresse. Geilo. Cool. Und jetzt war das mit Eisenbahn und einem Stöckchen, war das, ne? Also, dann nehmen wir ein Eisenbahn. So, ich will das mal probieren. Also, ein Eisenbahn. Ah, warte, Stöckchen zuerst. Halt. Das war nicht richtig. So. Ein Stöckchen. Ne, machen wir gleich so, ist ja wurscht. Also, ein Stock und ein Eisenbahn. Tatsächlich Saucepan. Ich finde das gerade cool. Und jetzt kann man was? Also Saucepan und das? Oder wie? Ah ja, das mit Zucker. So war das, ne? Warte, warte. Das heißt, wir brauchen hier oben. Entschuldige bitte, ich bin da gerade... Ich hype das jetzt gerade ein bisschen. Entschuldigung. Also, so macht man Zucker, ne? Zucker, jawohl, richtig. Machen wir gleich eine ordentliche Portion Zucker. Jawohl. Das heißt, so. Ich glaube, dann war das so und so, ne? Tatsächlich. Brombeergelee. Marmelade. Ich mache aber nur mal ein Glas. Nur so, weil wir es zum Probieren. Finde ich gerade voll cool. Und die anderen beiden mache ich Saft draus.
Nicht sättigende Imbiss. Aha, und was haben wir da? Imbiss. Aha, das macht nicht satt. Okay. Kann man da dafür Brombeerflickschuster? Backform, Zucker und einen Teig. Wie macht man jetzt Teig? Aha, Frischwasser. Okay, es gibt Wasser und Frischwasser. Also Wassereimer geht auch, okay. Rührschüssel und Mehl. Wie kriegt man Mehl? Und wie kriege ich Weizen? Wo kriege ich Weizen her? Weiß man das? Weizen? Das wollte ich nämlich immer mal. Okay. Ich wollte wissen, wo man Weizen herkriegt. Früher hat man einfach nur brauchen Gras mähen und dann hat es schon hingehauen. Na gut, nachdem das aber nicht sättigend ist, nur Brombeergelee machen. Brombeerjoghurt geht ja auch noch nicht. Wir haben keinen Naturjoghurt. Und der Brombeerbecher klappt auch nicht, weil da brauchen wir ja auch Milch. Dann machen wir halt einfach Brombeersmoothie. Ein Schneeball? Wie cool. Nicht sättigende, leichte Mahlzeit. Okay. Ah, ist das niedlich. Mit Eis, also mit Schnee. Naja, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem noch. Okay. Machen wir trotzdem noch zwei Flaschen vom Saft. So, besser als nix. So, und gut ist, würde ich sagen. So, dann können wir nämlich diese Gerätschaften plus Zucker können wir dann da oben reinstopfen. So, dann gehen sie nicht verloren. Und so. Und den Zucker, den hätte ich gern hier drin gehabt. Weißt du was, ich hau ihn da rein. Zucker und das Salz kommt auch mit. Das kommt da rein. So, ich glaube, das ist okay. Dann tue ich das in Gottes Namen. Was man daraus machen kann, will ich vielleicht gar nicht wissen. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ja, gut. Dann räume ich, solange ihr nicht zuschaut, mal hier ein bisschen auf. Wir werden dann auch gleich dann unsere selbstgekochten Sachen hier probieren. Und also im nächsten Part werden wir sie probieren. Und dann würde ich sagen, ja, was machen wir dann? Weiter in der Höhle vielleicht ein bisschen herumschauen für ein bisschen Eisen. Oder wir bauen dann, da es eh schon wieder dunkel wird, glaube ich, dass dunkel wird, oder wird es morgen? Es wird morgen. Und da werden wir bei passender Gelegenheit mal hier ein bisschen weiterbauen beim Baumhaus. Ich möchte noch ein bisschen Holz sammeln und dann möchte ich gern, ja, weitermachen. Stimmt, und das Laub muss auch noch gebaut werden hier unten. Wir haben zu tun, auf jeden Fall. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!